Es wurde gerade verkündet, dass es keine Absprachen mit Russland gab. Das Lächerlichste, was ich je gehört habe. Es gab keine Absprachen mit Russland. Es gab keine Behinderung und überhaupt nichts. Und es ist eine vollständige und totale Entlastung. Der vergangene Sonntag hätte ein guter Tag für die US-Demokraten werden können. Da nämlich legte Sonderermittler Robert Mueller seinen Abschlussbericht zur Russland-Affäre vor. Doch es kam anders. Nun wird der Sonntag womöglich als Befreiungsschlag für Donald Trump in die Geschichte eingehen. Mullers Bericht enthält nur wenig Belastendes über den US-Präsidenten. Der Sonderermittler stellte keine Zusammenarbeit des Trump-Teams mit Russland fest. Für die US-Demokraten stellt sich nun die schwierige Frage, ob sie auf weitere Aufklärung pochen oder lieber auf ein neues Programm setzen sollen. Falls sie weiter auf der Affäre herumreiten, könnten sie als schlechte Verlierer dastehen und ihre Wahlchancen schmälern. Andererseits haben sie mehrere parlamentarische Untersuchungen angestoßen, die weit über Mullers Ermittlungen hinausgehen. Egal, wie sie sich entscheiden, der Mueller-Bericht hat ihnen vorerst den Wind aus den Segeln genommen.